Sorten. Zuerst mein Favorit, Top 10 Eggfood. Das Eifutter wird mit Wasser im Verhältnis 50 zu 50 vermischt. Dann müssen wir einige Minuten warten, damit das Futter quellen kann. Nun zum No Problem Eifutter. Dieses Futter wird ebenfalls mit Wasser 50 zu 50 vermischt und einige Minuten ruhen gelassen, damit es quellen kann. Seht ihr den Unterschied? Hier ist mein Favorit Top 10 Eggfood. Das Eifutter ist schön locker, es ist weich und verklebt nicht, da dieses Futter vorwiegend aus Eiern, Honig sowie weiteren 16 natürlichen Komponenten besteht und es keine Mehlbestandteile hat. Dafür benutzte ich das No Problem Futter. Wie ihr seht, ist das Futter klebrig, matschig, hat zu viel Mehl als Bestandteil. Das Top 10 Eggfood kommt aus Serbien und wird von Herrn Milan Mladenovic produziert. Herr Mladenovic ist seit über 30 Jahren